Seit Ende November 2007 steht die Audi A4 Limousine bei den Händlern. Im Frühjahr 2008 folgt die lang erwartete Kombi-Version der A4 Avant. Das Design des neuen Kombi ist durch sportlich dynamische Linien geprägt. Bei den Scheinwerfern ist das Tagfahrlicht serienmäßig. Bei den optionalen Xenon Plus Scheinwerfern besteht es aus 14 weißen Leuchtdioden. Der neue Ingolstädter misst mit 4,70 Meter fast 12 cm mehr als sein Vorgänger. Dabei wurden 10% Gewicht reduziert. Der Gepäckraum fasst 490 Liter. Bei geklappter Rückbank sind bis zu 1430 Liter möglich. Die Vorlehne ist im Verhältnis 1/3 zu 2/3 teilbar. Das Hinterradteil bietet ab Werk Details wie einen Ladeboden zum Wenden und eine Komfort-Gepäckraumabdeckung, die durch leichtes Antippen nach oben fährt. Optional liefert Audi Luxus-Features wie einen elektromechanischen Antrieb für die Heckklappe oder ein Fixierset für das Gepäck. Der neue A4 Avant geht mit 2 Benzin- und 3 Dieselmotoren an den Start und deckt eine Spanne von 143 bis 265 PS ab. Ein 2.0 TDI mit 170 PS soll das Programm später ergänzen. Alle Aggregate sind Direkteinspritzer nach dem FSI und dem TDI-Prinzip. Für die Kraftübertragung sind sechsstufige Schalt- und Automatikgetriebe zuständig. Der 3.2 FSI und der 3.0 TDI haben serienmäßig den permanenten Allradantrieb Quattro an Bord. Im Multimedia-Bereich nutzt der A4 den neuesten Stand der Technik. Die Schnittstelle Audi Music Interface bindet den MP3-Player von Apple voll ein. Auch die Integration von Bluetooth-Handys als Autotelefon ist möglich. Die Preise starten bei 27.550 Euro für den A4 Avant 1.8 TFSI mit 120 PS. Dieses Einstiegsmodell ist allerdings erst im Herbst 2008 erhältlich.